Und damit herzlich willkommen zurück zu Prince of Persia, The Two Thrones. Ich war im letzten Part eigentlich schon richtig, also wir müssen hier hin. Und dann habe ich übersehen, dass man hier runter kann. Ja, ne? Schwund ist immer, würde ich sagen. Natürlich überleben wir die Höhe hier. Nee, du gehst mir jetzt mal nicht auf den Sack, Bruder. Das ist aber langweilig, wenn man so kämpft. Das ist mir echt egal. Das ist in meinen Augen der einzig sinnvolle Weg, hier überhaupt zu kämpfen. Weil man halt die beiden ganz gut unter Kontrolle hat. So, darf ich jetzt hier weg, bitte? Danke. So. Jetzt laufen wir hier lang. Ich habe übrigens nur angeguckt, wo wir da lang müssen. Ich habe nicht noch weiter geguckt. Ja, okay, ist ziemlich klar, wo man lang muss. Das war verhältnismäßig easy, Ehre. So, wir sind, glaube ich, immer noch nicht durch. Na komm, einmal noch. Ehre. Müssen wir jetzt hier nochmal drei Stück aufschlitzen. So. Jetzt dürfen wir hier runter. Ich glaube, so einen schrägen Slope hatten wir bis jetzt noch nicht, oder? Schrägen Slope, ja genau. Stecken in einem Brunnen. Aber hörst du Wasser? Siehst du es? Spürst du seine feuchte Umarmung? Warum? Ich schätze, es ist weg. Der Visier hat es abgeleitet. Wie lange bleibst du bei Kräften? Wie lange hast du deinen Körper im Griff? Bitte was? So, könnt ihr euch jetzt mal ab das jetzt? Oh Gott, noch einer. So, Freund. Er will darauf hinaus, dass wir ihn gerade nicht loswerden können, glaube ich. Ich weiß zwar nicht, warum er Anti ist, weil es ja quasi wir. So. Das war echt knapp. Ja, geht übrigens eigentlich, Bruder. Du nervst mich eigentlich nur. Also bis auf, dass du mir hart auf den Sack gehst, geht's eigentlich. Danke, ich wollte gerade kotzen, ey. Bitte gib mir einen Brunnen. Ich möchte wirklich gerne speichern, außer bin ich tot. Nee, ich bin tot. Darf ich das jetzt alles nochmal spielen? Diesen ganzen spaßigen Abschnitt? Das wäre richtig dufte, Bruder. Okay, ich bin immerhin unten. Tick-Tack-Brenz. Tick-Tack. Tick-Tack-Brenz. Ich glaube, er ist ein bisschen dumm. Kann das sein? Durstig. Ausgelaugt. Oh, mach ich dich nervös. Geht eigentlich. So. Zack. Zack.
Ja, das ist halt selbst, wenn man alles in eins macht, relativ eng immer noch. Wir sind schon unter Hälfte Leben. Leck mich am Arsch. Das ist doch schon wieder Schmutz, ey. Ich hätte gern volles Leben. Okay, ich krieg kein volles Leben mehr. Das ist schlecht. Alles mal ganz ehrlich, ne? Wer auch immer sich gedacht hat, ist doch eine gute Idee, hier so ein Ding einzubauen. Gehört totgeschlagen in meinen Augen. Das ist ja nicht so, dass das mal eben zu machen ist. Oder dass du dann auch viel Leben hast. Oder dass du irgendwie dein Leben auffüllen könntest da. Du stirbst ja allein schon von der Zeit. Und dann musst du noch durch dieses Ding durch. Tick, tack, Prinz! Prinz, tick, tack. Achso, Prinz, tick, tack, Prinz, sagt er. Ich werde gleich wieder mit meiner Knifte runter in den Garten gehen und auf eine Rose schießen. Also übrigens, ich habe mich gestern dann noch in den Garten gestellt und mit einer Luftpistole auf eine Rose geschossen. Und zwar ein paar Magazine. Und das hat nicht mal wirklich geholfen. Tick-Tack, Prinz! Tick-Tack! Kiss yourself! Danke. Gott, geht der mir auf den Sack? Kann der bitte sein dreckiges Maul halten? Ist mir egal. Hui. Hab's gesehen. Meine Güte, so. Wo muss ich hin? Hier hin? Dahin. Zeit ist ebenso kostbar wie flüchtig. Zeit ist etwas, das dir am meisten fehlt. Och, halt doch bitte dein Maul, Bruder. Bitte was? Okay. Was zu trinken? Ich weiß nicht, was er die ganze Zeit mit seinem zu trinken hat, Junge. Wir haben so viel noch gar nichts getrunken. Also klar, wir haben mal an den Brunnen geschleppt. Komm. Und aufhören und weiterlaufen. Ich hab keine Ahnung, was ich machen soll. Ah, ich muss da hoch, okay. Gut, das habe ich gerade ein bisschen zu spät gecheckt, leider erst. Nicht, dass mich das wieder trifft, obwohl es mich nicht treffen sollte. So, ich werde es nicht schaffen. Schade. Ja, okay. Gut, darf ich jetzt den ganzen Shit nochmal machen, bitte? Das wäre auch richtig, richtig dufte. Oh, da würde ich richtig feiern, ey. Das macht so Spaß. Oh, so unter Zeitdruck arbeiten. Oh, lecker. Tick-Tack, Prinz. Tick-Tack. Oh, lecker Schmecke. Das ist lässig, oh ja, schlägt Zucker.
Schleckzückerli. Durstig. Ausgelaugt. Mach ich dich nervös. Ich hab richtig Bock, Sprache runterzustellen gerade. Es ist ja nicht so, dass das hier schwer wäre, weil die Aufgabe schwer ist, sondern einfach nur, weil der Zeitdruck so hoch ist. Ich meine, das ist keine gute Schwierigkeit, ne? Also es ist ja kein guter Schwierigkeitsgrad. Kannst du dir nicht ausdenken? Ich bleibe am letzten Fitzel hängen. Zum Glück sind die auch nicht schnell oder so. So. Problem ist ja hier schon alleine, dass ich zu lange gebraucht habe, um hier rüberzukommen. Und dass ich dadurch eine Menge Zeit verloren habe. So. So kostbar wie flüchtig. Zeig es mir etwas, das dir am meisten fehlt. So. Zack. Was zu trinken? Das habe ich gerade verkackt. So, darüber. Ich habe übrigens loslassen gedrückt. Das Spiel ist so gut. Pass auf. Ich hänge hier oben und habe eben schon loslassen gedrückt gehabt, ne? Nee, weg hier. Und jetzt möchte ich da hoch. Danke. Ich hatte schon loslassen gedrückt gehabt, aber er hat nicht losgelassen. Da muss ich hin, okay. Den Vater hier wahrscheinlich auch runtergeworfen. Ach komm schon. Hast du wirklich gedacht, du findest ihn lebend? Nach allem, was du erlebt hast, hattest du noch Hoffnung? Oh Vater, was habe ich getan? Und nun? Genug Sand aufnehmen? Die Zeit zurückdrehen? Oder vielleicht auf die Insel zurückkehren und in eine Zeit reisen, in der es noch nicht zu spät war? Vielleicht auf dem Weg noch schnell eine holde Maid retten? Nein! Ihr habt recht. Ich war wie ein Kind. Naiv und selbstgefällig. Stets bestrebt, meine Fehler ungeschehen zu machen. Aber ohne jede Verantwortung. Genug. Fortan stehe ich zu meinen Taten und allen ihren Folgen. Was ist das? Du hast kein Wasser? Wie kannst... Ihr habt keine Macht mehr über mich. Kehrt zurück in das finstere Loch, aus dem ihr gekommen seid, und schenkt mir Frieden. Kurzer Real Talk. Nur so einfach. Die Fresse. Wenn ihr Zeit für die Fortsetzung habt. Verantwortung übernehmen tun wir gar nicht, ne? Wir retten nur unsere Anhängerschaft aus einem brennenden Haus und dann sind alle cool mit uns. Wir machen hier alle fertig, wir kämpfen gerecht, wir retten so viele Leute, wie wir können. Nee, das ist nicht gerecht. Das ist selbstsüchtig, ja? Unsere Sache, also nicht selbstsüchtig und gerecht wäre es, wenn wir einfach drauf geschissen hätten. Ja, unser ganzes Volk hätten sterben lassen, Fahrer einen Fick drauf gegeben hätten und nur den Typen gekillt hätten. Ja, weil das hätte was gebracht, denn dann wäre, was genau passiert? Ach ja, genau, unsere gesamte Volkschaft wäre verbrannt. Und Fahrer hinüber. Warte, was hätte es nochmal gebracht? Also... Sie scheinen das nicht zu wissen.
Das ist jetzt nichts Neues, dass sie kein Licht mögen. Wir sind ganz schön schwach mit der Form hier, also unsere andere Form scheint einfach extrem schwach zu sein. So, und jetzt? Hier ist ja nicht so viel los. Part ist auch gleich zu Ende. Da waren wir eben. Halt neben einer bröckligen Mauer E, um sie zu zerstören. Natürlich, auf einmal ist es E. Und nicht mehr Angriff gedrückt halten. Einfach. Oh Gott, bless, ich darf speichern. Ich muss eh noch einen Part aufnehmen. Ja. Ich muss eh noch einen Part aufnehmen, das heißt, ich kann jetzt auch weitermachen. Oh, ich liebe es ja, wenn es in Spielen dunkel ist. Es ist so viel schöner, wenn man einfach nichts sieht. Ja, komm, riech, pass auf. Bin zugegebenermaßen einfach froh, wenn es zu Ende. Au. Nicht schon wieder unsichtbare Bruder. Nee, nee, erstmal hole ich mir einen Sandkredit von der Santa Consumer Bank. Okay. Nice Kameraansicht auf jeden Fall. Hier geht's nicht weiter. Gib mir das mal, wenn ich nicht brauche. Haben ist ja besser als brauchen bekanntlich. So, wo zum Fick sind wir? Ich hab keine Ahnung. Aber das war klar, dass man da nicht lang kann. Also das habe ich erwartet. So. Ist doch schon tot, Bruder. Ist doch schon tot. So, und jetzt kommen wir zum nächsten Brunnen. Und ich speichere mal wieder. Und ich würde sagen, jetzt sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.